Damen und Herren, Karl Theodor zu Guttenberg hat mir heute Morgen zunächst telefonisch, später auch schriftlich mitgeteilt, dass er um seine Entlassung aus dem Amt des Bundesministers der Verteidigung bittet. Ich habe sein Gesuch angenommen. Und ich füge hinzu, ich habe das schweren Herzens getan. Karl Theodor zu Guttenberg hat sein Amt als Bundesverteidigungsminister mit seiner ganzen Leidenschaft, mit, wie er es heute selbst formulierte, Herzblut für die ihm anvertrauten Soldatinnen und Soldaten ausgefüllt. Er hat dieses Amt mit Tatkraft und Entschlossenheit wahrgenommen. Er hat mit der Bundeswehrreform eine wegweisende und tiefgreifende Reform unserer Bundeswehr eingeleitet, die den neuen Sicherheitsanforderungen unserer Zeit gerecht wird und die unumgänglich ist. Und wir werden diese Bundeswehrreform mit aller Entschlossenheit umsetzen. Karl Theodor zu Guttenberg ist ein Mensch mit einer herausragenden politischen Begabung, mit einer ganz eigenen und außergewöhnlichen Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu erreichen und sie auch für Politik zu begeistern. Ich bedauere seinen Rücktritt sehr, aber ich habe auch Verständnis für seine persönliche Entscheidung. Und ich bin sicher, so wird es vielen Menschen im ganzen Land gehen. Heute ist nicht die Stunde, über einen Nachfolger zu reden und bereits zu entscheiden. Das wird in Kürze erfolgen. Bis zur Ernennung des Nachfolgers ist Karl Theodor zu Guttenberg gemäß Artikel 69 Absatz 3 des Grundgesetzes geschäftsführend im Amt. Heute ist für mich die Stunde, Karl Theodor zu Guttenberg für seinen Dienst für unser Land von ganzem Herzen zu danken. Diesen Dank habe ich ihm heute Mittag auch in einem persönlichen Gespräch noch einmal ausgesprochen. Es wird jetzt ganz unabhängig von politischen Ämtern mit Sicherheit nicht das letzte persönliche Gespräch von ihm und mir sein. Ich bin überzeugt, dass er die nötige Kraft haben wird, weiter die Dinge zu klären, die im Zusammenhang mit seiner Dissertation zu klären sind. Und gerade deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir in welcher Form auch immer in Zukunft Gelegenheit zur Zusammenarbeit haben werden. Wir hätten die Gelegenheit für zwei Fragen. Wurden Sie von diesem Rücktritt überrascht oder haben Sie damit gerechnet am Wochenende? Nein, ich wurde heute Morgen von der Bitte um einen Anruf von Karl Theodor zu Guttenberg überrascht. Frau Bundeskanzlerin, ist für Sie klar, dass die CSU wieder einen Anspruch auf dieses Amt hat? Das werden wir in der Koalition klären, wenn die CSU das möchte. Und dafür gibt es gute Gründe, dann hat die CSU wieder einen Anspruch auf dieses Amt. Aber wir werden uns in der Koalition in aller Ruhe zusammensetzen. Aber es gilt das, was ich eben gesagt habe. Und noch eine dritte Frage. Frau Bundeskanzlerin, sind Sie überrascht worden vom Aufstand der deutschen Elite gegen die Missachtung wissenschaftlicher Prinzipien, für die Herr Guttenberg stand? Und haben Sie selber sich irgendeinen Fehler vorzuwerfen? Haben Sie zu lang an Herrn zu Guttenberg festgehalten? Ja, auch jetzt noch offenbar. Also erst einmal ist es so, dass ich die Bedenken und auch die Empfindungen in der Wissenschaft durchaus verstehe. Ich war Wissenschaftlerin, mein Mann ist heute noch Wissenschaftler. Ich kann das alles gut verstehen. Und auf der anderen Seite habe ich von der politischen Begabung gesprochen und dem Herzblut, mit dem Karl Theodor zu Guttenberg gerade die Arbeit als Verteidigungsminister erledigt hat. Und deshalb nehme ich seinen Rücktritt mit Respekt zur Kenntnis. Aber es ist auch so, dass ich, wie viele Menschen im Lande, heute auch darüber durchaus betrübt bin.